Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung von der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monate haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Vom Projektleiter Roman Schelli fasst einen Auftrag im Bereich Management-Konzeption. Für das Sozialunternehmen Brückli zu Romanshorn entwickeln sie Werkzeuge, die den Erfolg der sozialen Arbeit messbar machen. Unser Auftrag war auf 2 Elemente aufgebaut. Das eine ist die Weiterentwicklung einer sogenannten Sozialbilanz. Das ist ein Modell, das es aufzeigt, dass Brückli nicht nur Kosten verursacht, sondern der Gesellschaft auch einen substanziellen Mehrwert generiert. Das zweite Element war die Erstellung eines Konzepts, das an Brückli ermöglicht, die Auswirkungen, die sie haben mit ihrer Arbeit mit Menschen auf längere Sicht zu messen. Mit fast 800 Mitarbeitenden gehört Brückli zu den grössten Sozialunternehmen der Schweiz. Da werden Menschen mit einer Behinderung oder sozial bedürftige Menschen auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Dienstleistung am Menschen weiterentwickeln können. Die Welt verändert sich draussen, die Sozialarbeit verändert sich und auch die Arbeit mit den Klienten verändert sich. Und da müssen wir immer am Ball bleiben. Nicht, dass wir falsch betreuen oder an der Zeit vorbei betreuen, sondern dass man mit aktuellen Instrumenten das auch messen können und dementsprechend auch unsere Dienstleistungen können anpassen. Die 6 Studierenden aus dem 6. Vollzeitsemester haben ein halbes Jahr Zeit für das Praxisprojekt. Die grössten Herausforderungen bei diesem Praxisprojekt waren sicher, dass sich das Team ziemlich schnell in den Fall einarbeiten musste, sich mit der bestehenden Sozialbilanz auseinandersetzen und herausfinden, was schlussendlich gemäss den Anforderungen der Kundschaft besser werden soll und somit auch anpassen musste. Es war ein super engagiertes Team. Es ist, von Anfang an hat das gestimmt, die Chemie. Wir sind sehr sensibel an die Sachen angegangen. Es geht um Menschen, es geht nicht um ein Produkt. Und das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und das haben sie bewiesen. Und es macht einfach Freude, mit jungen Leuten so zusammenzuarbeiten. Sie sind voreingenommen. Wir sind in unserem Geschäft, haben einen Tunnelblick. Sie haben das nicht und das macht auch Spass. Nach insgesamt 800 Arbeitsstunden kann das Team seinem Auftraggeber 2 praxistaugliche Werkzeuge übergeben. Das Resultat unserer Arbeit ist das, dass wir am Brückli 2 konkrete Werkzeuge übergeben können, die wir entwickelt haben, die einerseits aufgebaut sind auf wissenschaftlicher Recherche und andererseits 1:1 in der Praxis angewendet werden können. Es hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir können das eigentlich 1:1 einführen. Wir haben die Instrumente dazu, sind uns auch geliefert worden. Also wir werden den Herbst bereits mit den ersten Fragebögen beginnen, mit den ersten Befragungen. Und im nächsten Jahr wird es im Jahresbericht dann die neue Sozialbilanz präsentiert. Das Praxisprojektteam von Roman Schelli hat nicht nur den Auftrag erfolgreich abgeschlossen, sondern auch die Jury vom WTT Young Leader Award überzeugt. Es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass wir hier für den Young Leader Award in Krenz kommen und nominiert sind für den Preis und freuen uns auf den grossen Abend. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula. Light Audio Media.